Dies ist eine Fanzusammenfassung, die nur zur Unterhaltung dient und die Originalserie Nanatsu no Taizai nicht ersetzen soll. Nanatsu no Taizai gehört Kodansha, Studio Deen und Nakaba Tsuzuki. Bitte unterstützt die offizielle Veröffentlichung. Ja, seit dem letzten Part ist die Welt nicht mehr so rosig bei Seven Deadly Sins. Die Monstervögel behandeln die Menschen nämlich wie Kokosnüsse. Gut, das liegt wohl auch daran, dass sie in dieser Staffel auch Kokosmilch anstatt Blut im Körper haben. Wenigstens tun Meliodas und Bann den Vögeln das gleiche an. Also, obwohl die Gebote übelst Ärger machen, scheint im Königreich alles chillig zu sein. Wenigstens kann Meliodas Black auf den Thron sitzen. Er muss sich hier auch echt was überlegen, um Esterosa wiederherzustellen. Denn der hatte ja letzte Woche ein ziemlich heißes Date mit Escanor gehabt. Esca! No! Im ganzen Königreich müssen also die Menschen um ihr Überleben kämpfen. Selbst Meliodas, und ja, der ist wirklich so, gibt sein Bestes. Glücklicherweise wird er hier vom richtigen Meliodas gerettet. Und ja, wie eh und je ist auch Escanor mi amore immer noch super in Form. Er gönnt sich durch den Dämonen eine Nackenmassage und bringt ihnen ein wenig Mathematik bei. Nämlich, wie man durch zwei teilt. Im Königreich wird auch nun ein neuer Großmeister bestimmt. Nämlich Hauser. Ja, die sind im Königreich, was Kampfkraft angeht, wohl genauso gut aufgestellt wie Sunagakure aus Naruto. By the way, Diana und King sind mittlerweile auch auf der zweiten Base angelangt. Sie baden nämlich zusammen. Diana findet es auch hier nicht schlimm, dass sein Ding nicht wächst, wenn er sie anschaut. Ich meine natürlich seine Flügel, die noch wachsen müssen. An was habt ihr denn gedacht? Da die beiden auch vorzeitig abgehauen sind, haben sie nicht mitbekommen, dass Meliodas doch noch am Leben ist. Und abgesehen davon geht im Feenwald voll die Disney Channel Action ab. Das Ganze ist natürlich überaus episch, aber wird leider vom damaligen Feenkönig gestoppt. Denn Diana und King werden von Drohl und Gluxenia entführt. Sie betteln sich hier, aber bekommen natürlich auf ihre Phrase. Und damit sind sie auch ihrem sicheren Tod ausgeliefert. Nur das Ding ist, dass die beiden Gebote gar nicht so üble Typen sind. Sie heilen hier die beiden und wollen sie sogar trainieren. Technisch gesehen sind sie nämlich keine Dämonen, außerdem kämpften sie sogar damals gegen diese. Keine Sorge, warum sie zu Geboten wurden, das klären wir noch später auf. Erstmal werden Diana und King also in die Vergangenheit geportet, und zwar in die Körper der Gebote, als sie noch Good Boys waren, logischerweise. Sie treffen hier auch auf den damaligen Meliodas. Auch Ellie ist am Start, nur eben in Engelform. Bei einem Mini-Marineford, die vor 3000 Jahren Daily Business waren, klatschen sie zusammen hier auch eins der 10 Gebote weg und wir treffen auch auf den Vorfahren von Bann. Übrigens, ich glaube langsam echt, dass die Engel nicht die guten Jungs in der Geschichte sind. Ich meine, der eine Erzengel hat den klassischen, wenn ich meine Augen zu habe, bin ich ein lieber Boy, aber mit offenen Augen bin ich das wahre Böse. Vibe. Ja, im Prinzip sind die Engel hier Rassisten, die alle Dämonen als niederes Volk ansehen. Der Typ hier heißt auch Ludoziel und sein Cousin heißt bestimmt Lucifer. King nimmt hier auch eine merkwürdige Aura wahr. Durch die Schwester von Gluxenia erfährt er also hier, dass die Engel einen Köder für die Dämonen bereitgestellt haben. Eigentlich sind die Dämonen nämlich nicht hier, um anzugreifen, sondern um ihre Kameraden zu befreien. Elizabeth versucht auch hier, sie vor der Falle von Ludoziel zu warnen. Aber dafür ist es zu spät, denn Ludo zeigt seine Arche mit all den Dämonen, die er gefangen genommen hat. Sie leben zwar noch, können aber nichts anderes machen, außer Magie zu spielen. Spenden. Er bringt hier also alle auf einmal um. Übrigens war darunter auch Derry Eris Schwester. Zwei weitere Erzengel schieben hier auch Stress. Und ich muss wirklich sagen, die Gebote haben ja mit Abstand die besseren Designs abbekommen. Im Grunde werden noch mehr Dämonen ausgelöscht und nur noch die 5 Gebote, die hier dabei waren, haben das Ganze überlebt. Sie bekämpfen sich, doch die Engel scheinen hier overpowered zu sein. Da Goff aber auch schon damals ein Schützer war, trickste den Fanservice-Engel mit einem Genjutsu aus. Die Gebote hauen derweil ein kleines Comeback hin, doch der gute Ludo mischt nun mit und ist einfach zu stark für sie. Aus diesem Grund opfern Monspeed und Derry jeweils 6 Herzen, um dieses andere Power-Up zu bekommen. Ja, die beiden haben wohl Erwins Aussage, opfert eure Herzen, ein wenig zu wörtlich genommen. Shinzo Sasageyo! Dadurch erlangen sie nämlich ihre Indura-Form. Sie besitzen zwar nur kein richtiges Bewusstsein mehr, aber dafür können sie ordentlich austeilen. Sie zerstören also das gesamte Gebiet, nehmen die beiden Erzengel aus dem Leben und selbst Ludo kommt hier richtig ins Schwitzen. Deswegen stellt sich Elizabeth ihnen in den Weg. Sie greift hier mit der stärksten Waffe aller Anime an. Die gebündelte Kraft der Freundschaft. Ihre Engel-Homies schieben sich dabei in den Husking. Das ging ungefähr so. Dämonen sind doch wertlos. Elizabeth kann sie aber hier vom Gegenteil überzeugen. Schöner ist nicht so, ja? Und deswegen helfen sie nun mit. So können die beiden Gebote noch einmal zurückdigitieren. Weil Ludo aber selbst dann noch einen Husking schiebt, mischt sich Diana ein. Währenddessen ändert Melaskula das Tor der Engel zum Tor der Dämonen. Das nutzt hier auch der Vorvater von Bann, nämlich Ro, aus. Wie wirklich immer in der Geschichte, fangen nämlich die Menschen ihr Krieg an und verraten die Feen und die Riesen. Melaskula hat zwar Erfolg mit ihrer Beschwörung, aber Gopher hat sie auch vorher manipuliert. Sie hat nämlich hier ein Tor direkt in den Kerker des Reich der Dämonen geschaffen. Auf diese Weise kann nämlich Gopher ausbrechen.
Anscheinend war nämlich sein echter Körper 500 Jahre lang gefangen und kann nun endlich raus. Er ist zwar das Gebot der Selbstlosigkeit, aber nach all den Jahren kann er es einfach nicht mehr aushalten, möchte deshalb gehen und endlich mal ein bisschen selbstsüchtig sein. Das ist ungefähr so wie mit Lionel Messi. Nachdem er 15 Jahre lang Barcelona gecarried hat, hat er auch die Schnauze voll von ihnen. Aber der echte Gopher möchte hier in Wahrheit den Krieg beenden, weshalb er Fake Gopher verlassen muss. Also wird dieser ordentlich traurig. Wie dem auch sei, derweil wüten die Menschen weiter rum und so bekommen Gerardo auch ihre Wunde am Auge. Nach diesem ganzen Gemetzel hat Rosie aber nicht umgebracht, weil sie ihn an seinen Crush aus der Kindheit erinnert. Deswegen gibt es hier auch diese ganze Racheaktion, da die Riesen und Feen noch vorher sein Dorf geraidet haben. Der Grund dafür war, dass Ro vorher knochentrocken in sein Dorf aufgenommen hat. Das war anscheinend Grund genug für die Riesen und Feen, ein ganzes Dorf zu schlachten. Deswegen konnte er auch sein Sharingan erwecken und nun lebt er nur noch für die Rache. Und ja, im Grunde genommen verliebt sich Gerardo, also Gloxonias Schwester, in den Mörder ihres gesamten Stamms. Ja, das ist wirklich so passiert. Weil King also übertriebene Elaine-Flashbacks hat, möchte er ihn hier umbringen, aber er zögert. Deswegen wacht er auch wieder in der Gegenwart auf. Der echte Gloxenia hat nämlich damals Ro umgebracht. Und dieser hat sich gewünscht, im nächsten Leben Gerardo beschützen zu können. Da Gloxenia seinen Zorn und Hass nicht zügeln konnte, wurde er auch später Teil der 10 Gebote. King hat zwar hier die Prüfung bestanden, aber Diana ist immer noch gefangen und Zeldris wütet nun rum. Sie nimmt Gopher hier in Schutz, damit er flüchten kann. Daraufhin haut sie ihren unglaublichen Tanz raus. Okay, so ganz weit hergeholt, dass die Riesen mit Dance-Moves kämpfen, ist das ja auch nicht. Die aus Attack on Titan machen schließlich das gleiche. Zeldris macht sie hier aber platt und versiegelt ihre Magie. Er ist hier auch so krass, weil er der Stellvertreter des Dämonenkönigs ist und so seine Power nutzen kann. Aus diesem Grund hat auch der echte Drohl das Angebot, Teil der 10 Gebote zu werden, angenommen. Da er nämlich nicht gegen Zeldris gewinnen konnte, wäre eine Flucht die andere Option gewesen. Das hätte jedoch seinen Stolz verletzt und deswegen hat er sich dazu entschieden, einer der Gebote zu werden. Diana hingegen entkommt aber der Situation, indem sie einfach wegrennt. Nani. Deswegen wird Drohl auch klar, wie sinnlos sein Leben die letzten 3000 Jahre eigentlich war. Ach ja, Diana küsst nur noch King, da Gopher Diana ihre gestohlene Erinnerung wiedergegeben hat. Deswegen wächst bei ihm auch endlich sein Ding. Also seine Flügel. Gloxonia und seine Schwester sehen sich nach all dieser Zeit auch endlich wieder. Und wie es aussieht, war Ro doch irgendwie kein Bandvorfahre, sondern wurde als Oslo wiedergeboren, der stets den Wald beschützt hat. Damit kehren Diana und King wieder zu den Seven Deadly Sins zurück. Dianas größte Waffe hätte dabei Meliodas fast umgebracht. Der König beweist hier auch Ehre und überreicht Gopher einen Herzcontainer aus The Legend of Zelda. Weil das aber eine Erinnerung von ihm triggert, läuft er weg. Meliodas droppt hier die Info, dass der echte Gopher die Gopher-Puppe geschaffen hat, um sich vom Gefängnis aus bewegen zu können. Er hat die Puppe auch nach seiner Geliebten gestaltet, nur eben in der Männerform, damit er keine Lust auf sie verspürt. Nachdem der echte Gopher gestorben ist, und keine Sorge, zu dem kommen wir auch nochmal, weil die ganze Staffel ist eigentlich nur ein Vor und Zurück in der Zeit, hat Fake Gopher hier seine Waifu getroffen. Weil er seine Haare färben kann, verliebt sich Nadia auch in ihn. Also bei The Seven Deadly Sins braucht es echt nicht viel, um sich zu verlieben. Das Problem ist nur, dass Nadia eine Krankheit hat, weswegen sie nicht mehr lange zu leben hat. Es gibt also hier einen klassischen Anime-Kuss und Nadia geht drauf. Gopher versucht also sein Herz Nadia zu geben, was natürlich nicht funktioniert. Und für die Wachen sieht es deshalb so aus, als wäre Gopher der Mörder von ihr. Aber ihr Bruder Batra, der später der König des Königreichs wurde, kannte die Wahrheit. Wieder in der Gegenwart stoppen sie also Gopher, der versucht hat, seine wiederkehrenden Erinnerungen auszulöschen. Gopher hatte nämlich schon immer ein Herz gehabt und dieses kehrt nun vollständig zurück. Das ist auch so ziemlich alles zum Gopher. Machen wir doch mit der Info weiter, dass Elaine immer noch am Leben ist, beziehungsweise wiederlebt, aber das irgendwie gar nicht thematisiert wird. Die Erklärung dafür ist hier so ziemlich, ja, warum eigentlich nicht? Der besoffene King wäre auch hier fast gestorben, weil er die Brille des Hulk beinahe zerbrochen hätte. Nachdem die Sins also ordentlich gefeiert haben, erfahren wir Zuschauer auch, dass Merlin von Zeldris angegriffen wurde und eigentlich nur mitkämpft, weil sie Arthur beschützen möchte. Klar, zwischen dem Charakter, der noch nie was in der Serie gerissen hat und dem Charakter, der die Serie förmlich alleine carried, würde ich mich auch in jedem Fall für Arthur entscheiden. Elizabeth stellt Meliodas hier auch zur Rede, warum alle seine Freundinnen in der Vergangenheit im Prinzip alle Liz waren. Das Geheimnis möchte er hier aber noch nicht offenbaren. Merlin wird daraufhin krank und in ihrem Traum trifft Elizabeth auf Zeldris. Er droppt hier die Info, dass immer wenn Elizabeth stirbt, ihre Erinnerungen gelöscht werden und sie wiedergeboren wird. Das ist wirklich schon hart für Meliodas. Ich meine, der Boy muss immer wieder und wieder sein Girl verführen. Gut, dazu sollten wir aber auch erwähnen, dass sein einfaches Angrapschen von ihm meistens ausreicht. Eigentlich war dieser ganze Angriff von Zeldris auch nur dazu da, damit Elizabeth über Umwege erfährt, dass sie eben immer wieder wiedergeboren wird. Und durch den Kontakt mit Zeldris kehren hier ihre alten Erinnerungen zurück. Das ist aber kein Grund, sich zu freuen. Denn Meliodas klärt hier auf, immer wenn sich Liz erinnert, wird sie in den nächsten 3 Tagen sterben. Deswegen rückt Meliodas auch endlich mit der Sprache raus. Die beiden wurden nämlich dafür bestraft, dass Meliodas ein Simp ist.
Das ist so ziemlich die einfachste Erklärung. Der König der Dämonen und die Königin der Engel fanden es nämlich nicht so toll, dass sich ein Dämon in einen Engel verliebt hat. Sie wurden für ihr Vergehen umgebracht. Jedenfalls hat das Meliodas gedacht. Er hat das Ganze irgendwie überlebt und in der Zeit, in der er ohnmächtig war, fand der Heilige Krieg sein Ende. Langsam aber sicher bemerkte Meliodas, dass er kein Stück älter wird und er traf auch auf die Wiedergeburt von Elizabeth. Nur hat sie eben alle ihre Erinnerungen verloren. Genauso wie wir das in der Staffel 1 gesehen haben, wurde diese Elizabeth langsam mit Meliodas warm und auch ihre Kräfte erwachten langsam. Doch immer wenn sie sich an ihr altes Leben erinnert hat, musste sie sterben. Das ist der Fluch, der auf ihnen lastet. Meliodas wird nicht älter und Liz wird zwar wiedergeboren, aber immer ohne Erinnerung. Wenn sie sich erinnern sollte, stirbt sie. Im Prinzip hat Meliodas also ein 3000-Jahres-Abo an Sadness und Sorrow gekauft. Der Bruder hat das Ganze einfach mal 106 Mal durchgestanden. Mit einer hat er sogar die letzte Base erreicht und ein ganzes Leben verbracht, bis sie an Altersschwäche gestorben ist. Mit Merlin kam er also auf die Idee, dass wenn er die 10 Gebote befreien würde, könnte er Sedris Kräfte des Dämonenkönigs dazu nutzen, um den Fluch endlich zu brechen. Vor 16 Jahren hatte Fraudin aber genau das versucht und wollte die Gebote zurückholen, indem er ein ganzes Königreich als Opfer angeboten hat. Das Ganze hat, wie wir wissen, nicht funktioniert und so kam es auch dazu, dass Fraudin Liz umgebracht hat. Deswegen kam Meliodas ganze Wut hoch und so entstand das Loch, in dem Fraudin später drei Fuß ausgetrickst hat. Um also diesen Fluch endlich aufzuheben, machen sie sich auf nach Camelot. Bevor sie dort aber ankommen können, werden sie von Sedris in Koland erwartet. Meliodas fetzt ihn zwar weg, aber das Ganze war nur eine Illusion. Wieso kann ihn nämlich Melascula mitnehmen? Die anderen Sins müssen sich hier auch mit Skeletten rumplagen. Sie können diese aber nicht besiegen, was daran liegt, dass Melascula die Skelette mit Meliodas dunkler Energie boostet. Aber keine Sorge, Papa Escanor ist wieder am Start. Die Skelette bündeln deswegen ihre Kraft auf ein Skelett, was aber irgendwie nach hinten losgeht. Also gibt's eine Planänderung. Die dunkle Energie wird nun dazu verwendet, die Sins zu manipulieren. Die Seelen der Verstorbenen der Stadt haben hier Kontrolle über Diane übernommen. Das liegt daran, weil Helbram damals alle Menschen der Stadt getötet hat. Also opferte sich hier für King, was ein bisschen emotional wäre, wenn es nicht das gefühlt fünfte Mal gewesen wäre. Weil das Ganze den Seelen aber nicht ausreicht, haut Elizabeth ein bisschen Kraft der Freundschaft raus. Sie ist hier auch beides. Elizabeth von Staffel 1 und Elizabeth von vor 3000 Jahren. Melascula taucht also auf, verwandelt sich dann in eine Schlange und will die Sins umbringen. Wegen der Sache vom letzten Mal will sie sich hier an Bann rächen. Auch wenn Elaine hier ihren Körper überanstrengt, rettet sie ihren Mann. Wir kommen damit aber zum Real Deal, denn Meliodas hat sich wieder befreit. Weil Escanor merkt, dass irgendwas nicht stimmt, nimmt er sich Meliodas an. Der Grund dafür ist, dass er ziemlich gut im Babysitten ist. Meliodas wird hier vollkommen von der Dunkelheit verschlungen und nun wird er zum echten Meliodas Black. Er hat nämlich zu viel Kraft benutzt, um aus dem Kokon von Melascula zu entkommen. Aus diesem Grund verliert er hier wieder die Kontrolle. Nebenbei wird Bann auch durch Ellies Power geheilt und zusammen besiegen sie Orochimaru. Elaine möchte hier sie komplett töten, auch wenn das heißen würde, dass sie ihr eigenes Leben ein weiteres Mal aufgeben muss. Ellie sorgt aber hier für eine bessere Lösung. Sie verkleidet Melascula. So bleibt Elaine am Leben und Merlin fängt ein weiteres Pokémon. Und ja, ich denke, ihr alle wisst, was jetzt kommt. Wir kommen zum größten Hype-Moment in The Seven Deadly Sins, den der Anime mit all seiner Kraft absolut hat. Ja, das ist wirklich unschön geworden. Bei der Animation wäre sogar Son Goku aus Folge 5 von Dragon Ball Super enttäuscht. Aber ich dachte mir, hey, in dem Format Anime Minuten, wo ich so ziemlich jeden Anime verarsche, tun wir mal was anderes. Richtig gehört. Dieses Mal meme ich den Kampf nicht zu Tode, denn das hat das Internet sowieso schon getan. Ich versuche ihn für euch, und jetzt haltet euch fest, episch zu verpacken. Also, fangen wir an. Mit einem Lächeln wie immer hämmert Escanor Meliodas zu Boden. Dieser wehrt das ab und kontert mit seinem Beyblade-Move. Escanor fällt also zurück und wird, ohne sich wehren zu können, von dem nächsten Angriff überrascht. Meliodas sticht sein Schwert in Escanor und feuert voll drauf los. Escanor gibt also zu, dass Meliodas wirklich stark ist, aber Escanor selbst ist immer noch mächtiger. Also wird er noch männlicher und fängt an zu dampfen. Doch seine geballte Kraft von 114.000 Kampfkraft reicht hier nicht aus. Meliodas gelingt es, den Boss von The Seven Deadly Sins in die Knie zu zwingen. Aber Escanor wäre nicht Escanore Miyamore, wenn er aufgeben würde, also macht er weiter. Er tankt das Schild von Meliodas, als wäre es ein Zahnstocher und gibt ihm ordentlich was auf die Fresse. Aber auch das wird hier gefull-countert. Zu seinem Glück ist die Sonne aber weiter draußen und gönnt Escanor seinen Zoron-Modus. Das einzige, was Meliodas Angriffe nun ausrichten können, ist es, ihn zu kitzeln. Also gibt er ihm mal Schmackes zurück. Meliodas ist zwar der Gott der Dämonen, aber Escanor ist der Gott von diesem ganzen Anime hier. So gewinnt er also den Kampf. Wegen dem Power-Up ist er aber anders arrogant, weswegen Merlin ihn ausnocken muss. Naja, nicht wirklich. Das Problem an der Zoron
Form ist der Schaden, den man danach davonträgt. Als Vorsichtsmaßnahme wird Meliodas hier eingesperrt. Elizabeth besteht jedoch darauf, immer noch bei ihm zu bleiben. In der Zwischenzeit flext Arthur dann mit seinem Minecraft-Untergrund rum. Seine Leute leben auch nun unten, da die Dämonen an der Oberfläche zu viel Ärger machen. Zedris bekommt derweil von seinem Papi mit, dass sein wahrer Nachfolger, der König der Dämonen, erwachen wird. Nämlich Meliodas. Weil Zedris auch ein ganz schönes Papasöhnchen ist, schiebt er sich nun in Hasskick auf Meliodas. Er holt also seine Homies zu sich. Problem ist nur, dass die Hälfte von denen schon Geschichte ist. Aber hey, der Derium und Speed leben irgendwie noch. Sie chillen nur jetzt in der Waldhütte. Außerdem teilen Gloxenia und Roll hier mit, dass sie aussteigen. Deswegen nimmt Zedris ihnen auch das coole Tattoo weg. Doch keine Sorge, zwei Bootleg-Anime-Charakter wollen hier helfen. Wobei, wie es aussieht, sind die beiden hier die ehemaligen Senseis von Zedris und Meliodas. Chandler, und ja, der ist wirklich so, stürmt also alleine zu Meliodas los. Weil er hier so ein böser Bub ist, hat er auch die ganze Welt verdunkelt. Das ist hier so dieser Moment, wo wir merken, dass Escanor gegen alles in dieser Welt ein Hardcounter ist, dass er die ganze Welt verdunkeln muss, um ihn irgendwie auszuschalten. Er löst also hier den Käfig von Merlin auf und der Boy sieht zwar aus wie ein Lappen, aber auch er hat den Full-Counter drauf. Denn er hat ihn auch Meliodas beigebracht. So kann er hier Merlin versiegeln. Deswegen wird sie wieder zu einem kleinen Kind. Daraufhin schrumpft er auch Diane und haut den Meteor-Schauer raus. Die Sense kommt dann hier also mit einem Spicy-Kombo-Angriff. Sie können sein Full-Counter-Timing stören und so treffen. Doch der OP hat das Ganze weggetankt und Full-Countert hier King. Er legt auch ein Siegel auf Gopher und nun muss der Chandler gehorchen. Bevor er aber Elizabeth umbringen kann, hilft Diane im kleinen Format aus. Dieser ganze Kampf ist aber ganz klar ein Fall für Bann, den Ehrenmann. Der kann hier nämlich nochmal alle retten. Er zieht mit King auch hier die Raditz-Action ab, was bedeutet, dass er Chandler festhält, selbst kassiert, aber dafür einen Angriff landen kann. Da das Ganze aber nicht ausreicht, stecken die Sins nun ganz schön in der Klemme. Aber Hawk ist hier mal wieder eiskalt. Er versucht das Siegel auf Chandlers Hand, was Gopher abhält zu kämpfen, abzulecken. Das Ganze klappt zwar nicht, aber Gopher greift hier trotzdem an. Er schafft es also, Chandler stillzulegen und King haut seine Höllenspirale raus. Wow, Gopher, und ich hätte nie gedacht, dass ich das sagen würde, hat sich hier wirklich in die Diskussion des Ehrenmann der Staffel eingebracht. Denn durch seinen Move hier können sie Chandler zwar besiegen, aber er verliert hier das Bewusstsein. Und wisst ihr, was ich an Animes immer lustig finde? Wenn sein Partner, ich weiß auch nicht, mit ihm mitgekämpft hätte, anstatt Zedris Tee zu servieren, dann hätten sie die Seven Deadly Sins vermutlich in ein paar Sekunden ausradieren können. Aber da Antagonisten in Anime irgendwie immer nur alleine kämpfen können, ist das Ganze für ihn nach hinten losgegangen. Wobei, Chandler lebt irgendwie doch noch und geht nun in seine Dämonenform. King möchte ihn hier also aufhalten, damit die anderen entkommen können. Doch Chandler macht ihn hier absolut fertig. Jedenfalls hat King das gedacht, denn Gloxenia und Ro sind nun hier, um den Sins auszuhelfen. Sie wollen sich hier für die Zukunft opfern und sie wollen ihren Verrat an Meliodas von damals wieder gut machen. Gegen den Testo-OP wird es aber ganz schön schwierig. Nicht mal Gloxenias Rieseninsekt kommt durch die Haut von Chandler. Er kassiert dabei selber und auch Droll verliert Arme und Beine. Die beiden halten nicht lange durch und gehen sofort down. Trotzdem muss ich sagen, geht hier auf jeden Fall mies Ehre für ihr Opfer raus. Die Sins sind zwar gerettet, aber ihnen geht es ziemlich schlecht, da sie von der dunklen Energie von Meliodas beeinflusst werden. Deswegen geht Ellie auch mit ihnen raus. Diane kann also wieder normal groß gemacht werden und Merlin bekommt auch hier ihre normale Gestalt, was Escanor irgendwie nicht so sehr feiert. Darauf eingehen möchte ich sowieso nicht und der liebe Chandler greift wieder an. Dieses Mal jedoch steht Meliodas wieder auf. Nur das Ding ist hier, dass er sich ausschließlich für Ellie juckt. Er hat zwar seine Erinnerungen an früher, aber ihn interessiert das nicht, die magische Bohne. Da Ellies Zeit bald abgelaufen ist, möchte er sich hier mit Zedris treffen, um sich die Kraft des Dämonenkönigs zu krallen, die Ellie retten kann. Und Mann, wie es aussieht, hat der König der Dämonen irgendwie eine Kamera in Hawk installiert und hat den ganzen Verlauf von der Seven Deadly Sins mitverfolgt. Wie dem auch sei, Meliodas löst hier die Seven Deadly Sins auf und macht die Fliege. Esther Rose wacht auch endlich auf, weil er einen feuchten Traum von Ellie hatte. Wie es aussieht, ist Hawk auch irgendwie ein Tor ins Fegefeuer, warum auch immer, aber es ist so. Merlin kennt jedoch nur eine Person, die einen Trip ins Fegefeuer überstanden hat, nämlich ihr Vater, der nach einer Minute als alter Mann wieder rauskam. Denn eine Minute in der reellen Welt entspricht einem Jahr im Fegefeuer. Mann, Goku wäre sicher gehypt auf diesen Ort. Bann möchte also dorthin, um Meliodas Emotionen zu finden und zurückzubringen. Meliodas beeft sich derweil auch mit seinen Bros, die alle König werden wollen. Esther Rosa würde aber auf den Thron verzichten, wenn Meliodas ihm seine Frau überlassen würde. Weil Meliodas hier nicht teilen möchte, greifen sie ihn an, doch dieser weist hier die Hunde in ihre Schranken. Und irgendwie disst Meliodas dann seinen Bruder. Du bist nur eine billige Kopie von mir. Nein, nicht wirklich. Wir Zuschauer wissen nicht, was er hier gesagt hat, aber anscheinend hat das Gesagte ausgereicht, damit Zedris Meliodas nun helfen möchte. Wie dem auch sei, Meliodas Plan sieht es vor, die Gebote zurückzuholen, um sich die Kraft von ihnen anzueignen. Der König der Dämonen gab ihnen nämlich einen Teil seiner Kraft, um das Königreich zu regieren. Zedris ist hier schon im Besitz von drei und Meliodas hat ebenfalls ein Gebot am Start. Sie wollen also nun zusammenarbeiten, um den Rest einzusammeln. Bann ist derweil auch im Raum von Dämonen und Fegefeuer angekommen. Weil Ellie aber nicht so ein großer Fan davon ist, dass Meliodas als König der Dämonen für immer verloren ist, nur damit sie ihre Erinnerung behalten kann, flieht sie und möchte sich mit den Seven
weltlich sind, zusammentun. Zeldas möchte auch hier das Gebot von Melaskula zurückholen, bekommt aber hier Eierflattern von Merlins Kindergestalt. Das liegt daran, dass Merlin vom Dämonenkönig und der obersten Göttin gesegnet wurde. Wir spulen jedoch erstmal ein paar Tage zurück, denn Dreifuß gibt es auch noch und er struggelt sich mit Handy ein zurecht. Die suchen immer noch nach Gil, denn dieser wurde ja letzte Staffel entführt. Margaret jedoch läuft weg, kommt bei irgendeiner Druidenhöhle an und opfert sich dann, um Gil zurückzuholen. Auf diese Weise übernimmt ein Erzengel nämlich ihren Körper, nämlich der gute alte Luduciel. Da die Engel nämlich damals überrascht wurden, haben sie sich in Relikte versiegelt, um später wieder auferstehen zu können. Wie gesagt, was damals passiert ist, warum Gove ein MVP ist, das klären wir ein anderes Mal. Währenddessen gelingt es auch Gil endlich auszubrechen. Doch wie es aussieht, wurde er im Gottespalast gefangen genommen, was heißt, dass er nicht einfach flüchten kann. Wenigstens taucht Ludo hier auf und killt dann einfach Gils Entführerin. Das Wiedersehen von Margaret und Gil ist aber nicht so rosig, da Ludo eben die Kontrolle über ihren Körper hat. Kommen wir damit zurück zu Zeldris und Merlin, denn dieser erzählt gerade, wie krass sie eigentlich ist. Sie hat nämlich damals für wirklich Power-Ups die Göttin der Engel und den König der Dämonen ausgetrickst. Sie hat nämlich von beiden die Kraft bekommen und schließlich beide abgelehnt. Da die Götter das logischerweise nicht so toll fanden, haben sie Merlins Heimat zerstört. Doch sie konnte dem Ganzen entkommen. Zeldris schlägt also hier einen Deal für Melaskulas Gebot vor. Er lässt die Menschen, die er gefangen genommen hat, frei. Merlin denkt aber nicht wirklich daran, das Gebot abzugeben. Zeldris erfüllt zwar seinen Teil der Abmachung, doch glücklicherweise mischt sich Ludo in den Kampf ein. Zeldris steckt das Ganze weg und kontert hier böse. Merlin hingegen ist geflohen und versucht nun, die Leute in Camelot zu retten, wo sie wiederum auf Ellie treffen, die durch Chandlers Dämonen einen neuen Haarschnitt bekommt. Die trifft im Königreich dann auch auf ihren Bro Luduciel. Die anderen beiden Pappnasen leben übrigens auch wieder. Doch sie betteln sich hier nicht, sondern gehen eine vorübergehende Allianz ein, um Meliodas zu stoppen. Und keine Sorge, Freunde, das Königreich steht kurz vor der Rettung. Denn haltet euch fest, Hauser und Gil trainieren dafür. Um ehrlich zu sein, ich kann es nicht fassen, dass der Autor die Szene reingepackt hat. Ich meine, als würden die beiden Idioten in der Serie doch irgendwas machen. Naja, mal davon abgesehen, Luduciel kann ja auch alle auf seine Seite ziehen, indem er nämlich so tut, als würden die menschlichen Gefühle jucken. Außerdem schenkt er ihnen Power-Ups. Deswegen sind sie nicht mehr böse. Denn seien wir doch ehrlich, wer würde ein gutes Power-Up ablehnen? Ach ja, by the way, der vierte Erzengel ist hier auch nur nicht am Start, weil Esther Rosa ihn erledigt hat. Dass bei der Geschichte aber noch ein klein wenig mehr dahinter steckt, das rieche ich ja jetzt schon. Und ja, Gopher ist doch irgendwie noch am Start. Moin, moin meine aktiven Freunde. Und er erzählt Merlin, was der echte Gopher wirklich getan hat. Wie aber eben schon, erfährt der Zuschauer nicht, was er hier sagt. Die Engel haben derweil auch damit zu tun, das Königreich zu retten, indem sie sich besaufen. Weil Ludo aber hier Esknos Miyamoto vom kennt, will er wissen, von wem er sie gestohlen hat. Doch mit seinem Ultra-Instinkt weicht er hier allem aus. Außerdem erzählt Ludo hier, dass alle Erzengel eine wetterbedingte Kraft haben. Ihr Bruder Mael hatte dabei die der Sonne, was genau dem entspricht, was Escanor drauf hat. Da Escanor, logischerweise, aber über den Göttern steht, juckt ihn diese ganze Geschichte nicht wirklich. Deswegen macht Ludo auch einen Rückzieher, weil wer hätte vor Escanor nicht Angst, und er sagt hier, dass er die Kraft behalten kann, weil er das so entscheidet. Ja, das würde ich auch sagen, wenn ich Escanor Miyamoto gegenüberstehen würde. Kommen wir damit wieder zu Arthur, der, wie gesagt, bis jetzt noch absolut gar nichts gerissen hat. Er entkommt nämlich endlich seiner Illusion. Aber nicht, weil er krass ist, sondern weil sein Plüschtier den Dämon gefressen hat, der dafür verantwortlich war. Übrigens lebt Garland auch immer noch, nur eben ist er versteinert und lässt sich die ganze Zeit von Vögeln ankacken. Deswegen beendet Esther Rosa sein Leben, um sein Gebot zu bekommen. Weil Arthurs Plüschtier auch einfach immer noch broken ist, hält es die Gebote auf, damit er sich das Excalibur krallen kann. Leider wird Kev danach geschnappt und auch für Arthur sieht es nicht gut aus. Er hat aber Glück, der Meliodas nimmt ihn hier in Schutz. Weil Arthur aber ziemlich traurig ist, dass Meliodas ihn technisch gesehen verraten hat, zieht er das Excalibur raus. Und wow, ehrlich, ich war wirklich hart zu Arthur, das aber auch zu Recht, weil er einfach nichts gerissen hat. Aber jetzt mit dem Schwert, muss ich schon zugeben, kommt er sehr Son Gohan Super Saiyan 2 mäßig rüber. Er nimmt Chandler hier wirklich anders aus dem Leben. Er holt auch seinen Buddy Kev raus und schlitzt den nächsten Dämon auf. Also Arthur kennt wirklich kein Stoppen mehr. Selbst Zeldris wehrt er einfach ab und yo, der Boy ist erwacht und ich muss hier definitiv seine Credits geben. Der Grund, warum er jetzt so krass ist, ist der, dass das Schwert die gleiche Mechanik wie One for All hat. Alle Träger über all die Jahre haben ihre Kraft dazu beigesteuert. Der Wille von ihnen ist in diesem Schwert verankert. Man wird also super stark, ohne ein Dreckshaar essen zu müssen. Und ja, ich meine dich, All Might. Ich meine, wie bist du darauf gekommen, dass man ein Haar essen... Na gut, das ist ein anderes Thema. Arthur macht auf jeden Fall hier seiner Locke alle Ehre, nicht so wie manche anderen Charaktere, und nimmt die Gebote hier auseinander. Doch auch wenn er jetzt extrem mächtig ist, haben die Dämonen nur die Stärke des Schwerts getestet. Cat meint auch hier, dass Arthur immer noch nicht ganz erwacht ist. Das Schwert verlangt auch seinen Preis und gibt seinen Körper ordentlich zu schaffen. Was daran liegt, dass Arthur einfach noch nicht stark genug ist. Merlin rettet hier aber ihren Geliebten. So können sie auch entkommen. Das Problem ist nur, dass der eine Dude Arthur mit einem Fluch belegt hat. So kann er ihn steuern und schließlich
umbringen. Das war ein ziemlich kurzer Auftritt von dir, Arthur. Das Ganze ist auch ziemlich traurig, da Merlin, wie so ziemlich jeder Charakter in Sam Raimi Sins, ihren Geliebten aufgezogen hat. Also, ja, ihr wisst Bescheid. Trotzdem machen sie hier weiter und planen ihren Angriff. Meliodas verschlingt währenddessen auch 5 der Gebote, die sie gesammelt haben. Die Sins bekommen auch hier ein kleines Kleidungsupdate. Und man, Escanor sieht jetzt noch mehr so aus wie ein Mann, dem die ganze Welt gehört. Gopher ist übrigens auch wieder am Start. Und wartet mal, wieso hat Escanor gerade Blut gehustet? Nein, 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 bitte. Ich habe wirklich viele Sachen an ihm ertragen, aber ein Tod von Escanore Miamore würde ich nicht ertragen. Naja, da die Titanen wieder angreifen, machen wir weiter am Text. Der Heilige Krieg wird nämlich nun nach 3000 Jahren zu einem Ende gebracht, was auch bedeutet, dass es immense CGI-Gefetze gibt. Wie aber schon vor 3000 Jahren, löschen die Engel die Dämonen easy aus. Die Schlacht scheint auch wirklich gut gelaufen zu sein. Da nämlich Elizabeth LCS-Supporter ist, hat sie alle Krieger durchgehend geheilt. Monspeed und Ereri hingegen gönnen sich ein wenig Netflix und Chill. Naja, jedenfalls bis Estarossa auftaucht. Er tötet zwar ihre Wohltäterin, aber ihre Seele können sie noch retten. Ein Kampf ist hier aber eigentlich unnötig, da die beiden ihre Gebote sowieso an Zeldris abgeben wollten. Da Estarossa aber ein eigenes Ding am Laufen hat, bleibt er hier gewaltsam. Er möchte die Gebote nämlich für sich selbst haben. Monspeed haut also hier den Überswag raus und tauscht mit Estarossa den Platz. Er erzählt dann das Geheimnis, was alle Gebote bis auf Estarossa über ihn wussten. Er wurde nämlich ohne die Dunkelheit geboren und war ein Kind mit sanftem Gemüt. Aus Mitleid gab ihm sein Papi dann ein Gebot. Weil das aber unnatürlich war, hat es seinen Verstand instabil gemacht. Sollte er also ein weiteres Gebot aufnehmen, würde er vollkommen zerstört werden. Weil Estarossa sich aber Daddy Eddie schnappt, tauscht Monspeed auch mit ihr den Platz und opfert sich hier für seine Geliebte. Dadurch landet sie auch auf dem Schlachtfeld. Ja, und Dreyfus wird übrigens auch zum Riesen, um seinen Sohn zu retten, was wohl daran liegt, dass Frolin ihn ein wenig Power übrig gelassen hat. Ja, das ist nebenbei passiert, deswegen sage ich das hier. Estarossa dreht nämlich völlig durch und will sich nun Ellie schnappen. Aber Ellies Kraft der Freundschaft ist immer noch stark genug, ihn wegzustecken. Die anderen Engel wollen ihn dabei auch eine verpassen, aber er rasiert sie hier, im wahrsten Sinne des Wortes. Die ganzen Loser-Soldaten konnten auch hier alle Estarossas Angriffe überleben, da Diane eine 1A-Erdbändigerin ist. Die Engel entfalten dann auch ihre wahre Form und flexen rum. Da der Boy aber hier schon den Kampf gegen Escanor überstanden hat, jucken ihn die Wellen nicht wirklich. Gut, er geht hier zwar unter und sie wollen ihn mit Blitzen erledigen, aber die dummen Engel haben ihren Job nicht richtig gemacht. Estarossa kichert sich nämlich einen zurecht und kehrt zurück. Er benimmt sich auch hier so, weil er ein Gebot gefressen hat. So kann er aber die Engel wegklatschen und sie ganz herzlich umarmen. Außerdem kann kein Angriff ihnen wirklich Schaden zufügen. Weil das Ganze jedoch nicht genügt, snackt er sich noch ein weiteres Gebot. Und ja, er nennt sich nun selbst Meliodas. Mann, der Typ hat echt einen Minderwertigkeitskomplex. Das Ganze kommt daher, dass Estarossa seit 3000 Jahren einen Crush auf Elizabeth schiebt. Weil sie ihn aber in die "Sorry, aber ich stehe auf deinem Bro Meliodas" Zone geschickt hat, hat Estarossa hier einfache Mathematik angewendet. Um also aus dieser Zone auszubrechen, muss er einfach selbst zu Meliodas werden. Ja, unser lieber Estarossa ist nicht das schlauste Kerlchen. Unsere Soldaten machen also damit weiter, nutzlos zu sein, und Millie Rosa fetzt sie weg. Da er nun auch Beyblade-Skills hat, kann ihn keiner mehr was anhaben. Die Estarossa-Persönlichkeit ist aber noch irgendwie da. Er kämpft sich so das Bewusstsein zurück und kämpft gegen die Armee. Natürlich ist es auch wieder ein Durchlass, aber die CGI-Soldaten werden irgendwie nicht weniger, egal wie oft sie auf die Fresse bekommen. Und an dieser Stelle mal Real Talk. Dieser ganze Krieg findet gerade nur statt, weil Estarossa vor 3000 Jahren in die Friendzone geschickt wurde. Das ist wirklich der Grund, warum die sich hier fetzen. Wie dem auch sei, Ellie haut ein wenig Tokenjutsu raus. Hokage Datebayo. Heilt alle und geht mit Estarossa mit. Die Engel geben ihre Gefäße auf, weil warum nicht? Und zusammen mit King und Daddy Eddie machen sie also die Engel auf die Suche nach Elizabeth. Falls ihr euch fragt, warum Zeldris die ganze Zeit nichts gemacht hat, er wartet nämlich gerade darauf, dass Meliodas ausgebrütet wird. Denn dieser hat, wie gesagt, die restlichen Gebote alle absorbiert. Mit Ludos Fähigkeit dringen sie also in diesen Kokon der Dunkelheit ein und man ist irgendwie immer noch im Fegefeuer unterwegs. Dort wird aber bald auch auf die Emotionen von Meliodas treffen, die immer noch auf dem Weg sind, irgendwie auszubrechen. Und das, meine Freunde, war das Ende der Staffel 3. Zwar irgendwie unspektakulär, aber ich denke, Staffel 4 kann da einiges rausholen. Hoffen wir mal drauf, dass die Animation das überleben wird. Also, das wäre es erstmal gewesen mit The Seven Deadly Sins in Minuten. Es gibt aktuell keine weiteren Staffeln und ich muss mich hier nochmal bedanken, weil der Support bei der Serie war immens. Also wirklich, für eine Serie, die ich nicht stark auf dem Kanal behandelt habe, habt ihr das Ganze unglaublich gefeiert. Deswegen besten Dank dafür. Ich hoffe, wir können das Gleiche auch bei dem Video hier schaffen mit einem Daumen nach oben auf dem Video hier, ein Abo auf dem Kanal, falls ihr da draußen das Ganze noch nicht getan habt. Und natürlich, wie immer, ein Kommentar zu diesem Video hier. Für nächste Woche steht schon was an. Ich werde nicht verraten, was. Aber der Anime lief 2019 und ist ziemlich spicy. Ansonsten habe ich nichts mehr zu sagen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, haut rein.